nicht wirklich frei sein. Es ist also eine Einschränkung von Freiheit und eben auch tatsächlich eine, die wirklich an das Intimste geht. Und das ist natürlich auf jeden Fall zu vermeiden. Deshalb gerade auch aus diesem Grundrechtsgesichtspunkt ist dort was zu tun. Also es geht hier auch wieder darum, um Grundrechte im 21. Jahrhundert. Und die sind eben durch die NSA, so wie sie jetzt arbeitet, gefährdet. Die Frage ist, ist das dann grundsätzlich, müssen wir dann noch darauf eingehen, oder lässt sich das speziell für die NSA lösen? Das ist das, was sich jetzt hier stellt. Ich denke, das werden wir schaffen. Pavel, die Bundesregierung hat sich zurückgezogen, hat so getan, als sei alles in Ordnung, oder sie würde es in Ordnung bringen. Sie war total intransparent. Sie hat im Grunde genommen den Versuch unternommen, die Bürger einzulullen oder sie sogar zu entmündigen. Wie hat sich der Berliner Senat eigentlich mit diesem Thema beschäftigt? Gibt es sozusagen auf der Ebene des Abgeordnetenhauses eine Beschäftigung mit dem Thema? Mir ist es nicht bekannt. Möglicherweise deshalb nicht, weil das zurzeit mehr als vielleicht Brainstorming läuft, was ich erhoffen würde. Also ich habe genau zu dem Thema auch eine kleine Anfrage gestellt, die auch beantwortet wurde, wo ich halt einmal nach der Einschätzung des Senats gefragt habe, wo die Antwort sinngemäß war, wir haben noch nicht genügend Fakten, um zu einer abschließenden Einschätzung gelangen zu können. Das war der Punkt. Und ansonsten ist es so, dass tatsächlich an ganz vielen Fronten Ahnungslosigkeit wirklich herrscht. Dass man tatsächlich nicht genau weiß, was eigentlich los ist. Das hat zum einen damit zu tun, also es sind zwei Dinge. Einmal ist es ein Tabu, mehr oder weniger für unsere Geheimdienste, unseren Freunden hinterher zu spionieren. Das zeigt sich, dass man sowas tun kann, so, da hat jetzt diese Snowden-Affäre ja zu beigetragen. Wir wissen ja, dass unser Innenminister dann einen Hubschrauber hochgeschickt hat, der dann amerikanische Einrichtungen überfliegen und von oben fotografieren sollte, um irgendwie zu gucken, was die denn da für Antennen stehen haben. Das zeigt natürlich schon, also dieser Versuch und dass der an die Presse gelangt ist, zeigt jetzt schon allein die Hilflosigkeit, mit der man dort sogar auf Bundesebene operiert. Und ich habe natürlich auch, also der Verfassungsschutz, sowohl im Bund als auch in den Ländern, ist gesetzlich auch, hat auch die Aufgabe, Spionageabwehr zu betreiben. Das heißt, eigentlich müsste sozusagen der Verfassungsschutz dort, wissen, was passiert. Wäre es dessen Aufgabe. So, und da habe ich natürlich auch versucht rauszufinden, so wie viel Spionageabwehr passiert denn tatsächlich. Da kann man sagen, die genauen Zahlen, die habe ich auch, die sind leider geheim, so, aber ich kann zumindest, kann ich sagen, erstens fast gar nicht, also jetzt was Berlin die Landesebene angeht, findet sagen Spionageabwehr ist ein extremes Randthema, da sind sehr wenig Mitarbeiter nur mit beschäftigt. In manchen Landesverfassungsschutzämtern gibt es gar keine Mitarbeiter, die Spionageabwehr betreiben. Wir haben immerhin noch ein paar in Berlin. Auf Bundesebene, und das richtet sich natürlich dann gegen so irgendwie Staaten wie Syrien oder die Iran oder die Chinesen, die man dann im Auge hat, aber ganz definitiv jetzt nicht unsere guten
Freunde. Also das ist jetzt neu dazugekommen. Ich glaube auch, dass da jetzt durchaus eine Verschiebung stattfinden wird, dass auch da jetzt Misstrauen entstanden ist. Ich kenne